herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Wir gucken mal, was wir so bauen können. Also viel Platz haben wir nicht. Und ich krieg's irgendwie nicht hin, das so zu bauen, wie ich das gerne hätte. Nein, da gehörst du definitiv nicht rein. Und ihr auch nicht. Zumindest aktuell nicht. So. Clock. Eine Glocke, die hierhin zurückführt. Heißt, wir bauen den ganzen Spaß. Wir bauen den ganzen Spaß direkt hier. Zack, zack, zack. Und schon haben wir. Nein, das wäre eine. Nein, das funktioniert so nicht. Muss ich kurz überlegen, wie ich das am besten baue. Hahaha. Ich kann es natürlich so bauen. Der leitet zum Glück keinen Strom. Überhaupt mal gucken. Funktioniert das so ganz gut? Hat der etwa alle 6 jetzt ausgespuckt? Ja. Okay. Das geht. Das ist okay. Ich hau da mal einen Glasblock rein. Würde ich sagen, wenn ich das auch sehe, das mache ich wieder zu. Frage, funktioniert das jetzt immer noch, wenn ich da jetzt einen Glowstone Block zum Beispiel reinschmeiße? Ja. Und ich habe natürlich wie immer, wer kennt's nicht, die Lava vergessen. Ich vergesse immer wieder die Lava. So, den Rest können wir wieder einbauen. Da er eh nicht abgeschnitten wird, sollte er auch funktionieren. Hoffe ich. Denke ich. Ich bin mir sicher. Ja, doch. Doch, doch. Ich bin mir sicher. Ja. Rausbauen ist hier gerade nicht. Nein, rausbauen ist hier nicht. Daneben so. Wobei, machen wir doch einfach Glas hier hin. So, hier machen wir das. Und schon müsste das funktionieren, sofern wir hier nicht Wasser brauchen würden. Welches wir allerdings brauchen. Also muss ich ein bisschen buddeln. So. Das heißt, wir brauchen ebenfalls Wassereimer. Die haben wir hier. Und wir brauchen in dem Fall... diese Dinger. Namens Werfer. Stopp. Wenn ich doch eh schon einen Werfer habe, mir hole, meine ich, kann ich auch genauso gut den da nehmen, weil da ist schon ein Eimer drin. Ich weiß, ich bin ausgesprochen faul, aber hey, warum nicht? Das nervt. Okay. Okay. 2, 3. Sagen wir 3 hiervon. So, okay.
zack, zack. Haben wir Repeater? Natürlich haben wir weder Repeater noch irgendwas anderes. Repeater haben wir hier. Redstone haben wir hier. Wir machen das so und so. Zack, zack, zack. Und das wird irgendwie einmal pro Tag dann irgendwie, keine Ahnung, gestartet. Vorübergehend lege ich den mal hier hin. Ja, doch, doch. Das geht. Fürs Erste lege ich den Knopf nicht dahin. Wo lege ich den Knopf jetzt hin? Da lege ich den halt nicht dahin. Ich lege den irgendwo hin. Ich teste das nämlich gleich. Da brauche ich nämlich nirgendwo mir Gedanken über Knöpfe zu machen. So. Doch, testen wir das. Würde ich sagen. Das heißt, wir brauchen immer noch die Fackel. Wasser kommt. Wasser wird aufgehalten. Das könnte ein Problem darstellen. Nein, das könnte nicht nur ein Problem darstellen. Das ist eins. Och nö, jetzt haben wir wieder dieses dämliche Water Source Problem. Würde ich mal behaupten. Hä? Was heißt doch hier? Hey? Okay, wir machen bis halt nur mit 2. Das geht auch. Testen wir das mal. Würde ich mal behaupten. Okay, ich werde hier reingeschubst. Und perfekt, okay. Das hätten wir schon mal. Dann haben wir noch diese Brände, die mich gerade nerven, aber das habe ich eigentlich nicht gemeint. Nee, wieso mache ich das mit direkt so? Mach das einfach so. So, so, das passt schon. Nee, hier muss Erde sein. Er ist ja, wenn ich die Dinger verschiebe, was ich jetzt auch mache. So, das passt nämlich immer noch. Zumindest aktuell passt es noch. Das so machen. Jetzt brauchen wir noch was zusätzlich dazu ab und zu noch eine spawnt. Eine Kuh spawnt. So rum. Genau. Dafür brauchen wir einen GIF. Command Block. Ich brauche einen Command Block, welcher sich hier befindet. Ja, ist mir gerade Wurst. Wohin soll der die Kuh gespawnt werden? Die soll hier gespawnt werden. Fill diese Koordinaten. Kopieren. So. Und dann. Slash. Summon. Halt, stopp, ohne Slash. Brauchen wir ja nicht im Command Block. Summon. C. Kot. Kau. An diesen Koordinaten. Und zwar mit einer bestimmten Fähigkeit, nämlich No AI. Zumindest hätte ich gerne No AI. Dann schreiben wir mal No AI
Doppelpunkt 1 B. Und dann schauen wir mal, ob dieser Command überhaupt funktioniert. C. Erstmal speichern. So. Dann. Slash. Und zack. Und schon habe ich hier eine Q, die, weil ich es falsch geschrieben habe, nicht tut, was sie tun soll. Hier ist eh nichts drin, aktuell zumindest. Was bedeutet, ich kann eigentlich diese Blöcke ersetzen. Und zwar durch diese hier. Und den da. Und den da. Okay. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur das hier. So. Warum ist das offen? Warum bist du offen? Darf es nicht offen sein. Mach ich zu. So. Okay. Q, du bist doof. Weil ich das so möchte. No AI. So. Nein, die laufen beide. Warum bin ich zu blöd, No AI einzugeben? Weil hier nicht No AI steht, sondern irgendwas anderes. Da haben wir No AI. So, jetzt haben wir eine Q, die einfach nur da steht. Perfekt. Du wirst so getriggert. Das könnte ein Problem darstellen. Ich muss die Koordinaten vielleicht ein bisschen abändern. Sagen wir noch einen Block vor. Gute Frage, welcher Block ist denn ein Block nach vorne? Wir haben hier... Welche Art von Koordinaten haben wir denn hier? Wir haben hier die Koordinaten... 65 und minus 192. Was haben wir hier für Koordinaten drin? 93, 66. Machen wir 92. 65 und erstmal kill ich diese Kuh. Ich brauche ein Schwert. So. So, hier sollten jetzt zwei Steaks sein, ist aber auch egal. So. Ja, klasse. Ich brauche eine Redstone-Fackel. Mit der ich das casten kann. Das ist eine Kuh. Ach ja, ich habe es ja falsch geschrieben. Hahaha. No AI haben wir hier. So. Warum juckt das diese No-AI-Kuh nicht? Das hier Wasser ist? Moment. Das verstehe ich nicht. Warum juckt das diese Kuh nicht? No-AI. Ist eine ausgesprochen dumme Kuh. Juckt das, warum juckt das die Kuh eigentlich nicht? Ich meine, die bleibt da stehen. Daneben mit AI. Eigentlich mag ich das nämlich gar nicht mit AI. Wir machen den No-AI-Tag weg. Ich dachte, das wäre einfacher. Na gut, ausprobieren müssen wir ja auch. Also würde ich sagen, machen wir den No-AI-Tag weg.
So. Save as. Cool ist that. Hier sind drei davon, was da nicht sein soll. Ich hol mir einen hiervon. So. Was soll denn der Mist jetzt? Jetzt wird hier Wasser generiert, aber den Command juckt das nicht? Hä? Ah. Wasser weg? Okay, Wasser weg. So, jetzt. So, ich kann den Count der Kühe, glaube ich, ändern, indem ich hier 2 eingebe, wenn ich mich nicht vertue. Okay. Nope. Ja, nee, machen wir ohne Count. Okay. Dann hätten wir diese Farm so semi-automatisch auch, ich sag mal, repariert bzw. aktiviert. Hier ist nichts drin. Hier sind Melonen drin. Gut, dann hätten wir das auch abgehakt. Dann kommt als nächstes eine Hühner- und eine Karottenfarm. Genau, Hühner und Carrot Farm. Aber das machen wir nicht in diesem Part, denn dieser ist jetzt vorbei. Das heißt, bis zum nächsten Video bzw. Part und ciao, Leute.